78 kam ich für mein erstes Rennen nach Europa. Es war pures Fahren, echter Rennsport. Und das macht mich glücklich. That makes me happy. Wir erleben hier die Ankunft von Ayrton Senna, einem wahrlich atemberaubenden Talent. Er wird zu den Besten aller Zeiten gehören. Wie fühlen Sie sich als Weltmeister? Ist nicht der Schlechteste. Ayrton denkt, er sei unsterblich. Und das ist sehr gefährlich. Wir fahren, um zu gewinnen. Wenn du die Lücke nicht mehr suchst, bist du kein Rennfahrer mehr. Alan Prost geht in Führung. Senna versucht, innen durchzukommen. Das wird knapp. Ich wurde behandelt wie ein Krimineller. Die beste Entscheidung ist meine Entscheidung. Ich ertrage das nicht. Vor der dunklen Seite wegzulaufen war keine Option. Ich hatte nicht vor, aufzugeben. Hat denn eine Ihrer Freundinnen mal gesagt, Sie sollen noch schneller werden? Ja. Er hatte Energie, eine Kraft, ein Spirit. Das hat einen umgehauen. Es war für beide das letzte Mal, dass sie auf dem Podium standen. Am Ende hatte Ayrton einfach kein Glück. Es gibt noch viel zu tun und viel zu lernen. Aber ich habe noch viel Zeit. Das pure Fahren, echter Rennsport, das macht mich glücklich.